Aufnahme. Ja, moin. Sonntag. Ich bin da aus 11.10 Uhr. Ich habe mal die Kamera angemacht. Ich komme ja nun aus dieser Ecke hier, aber das hier habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Dieses wundervolle Viadukt. Ich bin immer nur von ein paar Kilometern entfernt mit dem LKW teilweise tagtäglich lang gefahren. Motorrad, Auto, aber genau diese Straße bin ich noch nie gefahren. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt gerade auf dem Weg bin nach Ebenbüren, wo ich gestern schon einmal durchgefahren bin, heute habe ich einen Grund, dort mitzufahren, schaue ich mir das hier mal an. Gut, Ölberg, ja, hier ist wohl die Straße beendet wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ups, nee. Hier ist Feierabend, hier geht es nicht weiter. Hier drehen wir mal um. Hier gehöre ich nicht hin. So, und ich plane schon eigentlich seit Jahren hier mal lang zu fahren. Das da oben ist übrigens die A2 über der Brücke. Hannover-Dortmund. So, und heute habe ich mir gedacht, ich habe Zeit, der Termin. Die Verabredung in Ippenbüren ist um 16 Uhr. Ich bin extra früher losgefahren, weil ich mir was anschauen wollte, unterwegs sein wollte. Und das tue ich jetzt hier gerade. Was ist das da auf der Wiese? Da ist ein Manneken. Keine Ahnung, was das da auf der Wiese da ist. Oh, da kommt ein Auto. Ich bin ja nicht alleine. Ja, also will ich mal sagen, dieser Abstecher hier hat sich schon gelohnt. Schön, dass ich das gemacht habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hinkomme. Das soll irgendwie Ölbergen heißen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin da noch nicht gewesen. Ich habe keine Ahnung, was auf dieser Seite der Autobahn war. Da müsste jetzt rein theoretisch Rohden kommen, die Ortschaft Rohn im Rohntal. Und dann Hessisch-Ollendorf nach meinem, naja, Wissen will ich jetzt mal nicht sagen, weil ich weiß es ja noch nicht. Ich bin ja hier nicht gefahren. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Das gefällt mir ja richtig idyllisch. Also, da steht ein großer Hof. Ich sag's immer wieder. Wozu in die Ferne schweifen? Man muss erstmal seine eigene Heimat kennenlernen. Was nutzt mir Mallorca oder Florida, wenn ich meine eigene Heimat nicht kenne? Ei, ist das hier schön. Das muss ein Gutshof sein oder so in der Art. 3 Tonnen Anleger frei. Ist das hier schick? Ich bin jetzt mal gerade circa 50, 60 Kilometer von zu Hause weg und muss feststellen, dass es doch auch in meiner Nachbarschaft wunderschön ist. Also gefühlt fahre ich jetzt ja wieder zurück, aber egal, das nehmen wir in Kauf, wir haben die Zeit. Wenn ich
mich auch nicht wundern, wenn ich jetzt hier wieder in Rehren ankomme. Mal sagen, auf meiner linken Seite, so hinter dem Hügel, müsste Rehren schon wieder sein, wo ich hier gerade herkomme. Und das hier dürfte tatsächlich das Rodental sein, schätze ich mal. Herrlich. Oh, das macht doch aber Spaß. Nein, ich bin nicht im Harz, ich bin auch nicht in den Alpen. Das ist das Weserbergland. Westlich Bodenengern. Westlich von Hannover. 30, 40 Kilometer westlich von Hannover. Auetal. Gut Südhagen. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich hier schon mal irgendwann gefahren wäre. Also jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe mal wieder einen netten Film gemacht. Was heißt netten Film? Routen, sag ich doch, Rannenberg. Aha, hinter mir ist also Rehren. Und jetzt kommt gleich links ab. Das Rohental, genau. Und dann kommt Hesse-Schollendorf. Rohen, 2 Kilometer, sag ich doch, Hesse-Schollendorf. Und dann geht es zur Schaumburg-Paschenburg. Da bin ich ja doch schon oft gewesen. Auf Deckbergen. Hessisch-Ollendorf ist keine Städtchen, das muss ich mir nicht antun. Zu den Burgen fahren wir jetzt auch nicht. Die kennen wir schon zu Genüge. Aber diese Sträßchen fahren wir lang. Upsala, Sträßchen, genau, Sträßchen. Ups, mir juckt's am Ohr. Durch die Ortschaft Schaumburg, da könnte man eigentlich mal durchfahren. Da hat der Landkreis Schaumburg seinen Namen mehr. Von der Ortschaft Schaumburg und von der Ort, nein, von der Burg Schaumburg. Dafür 100 fahren, aber das halte ich für übertrieben auf dieser Straße hier. Wenn da ein PKW entgegenkommt, dann wird es arschmäßig gefährlich. Wie ihr sehen könnt, hast du hier keine Möglichkeit zum Ausweichen großartig. Da kommt schon einer. Motorrad ist doch kein Problem, aber wenn 2 PKWs kommen, dann... Ja, ja. Braucht man sich nicht drüber unterhalten. Ich meine, hier links geht es jetzt ab zur Paschenburg. Die liegt oberhalb der Schaumburg. Aber zur Paschenburg fahre ich jetzt nicht hin. Ich fahre jetzt weiter an der Schaumburg vorbei. Thank you.
Rechts geht es nach Deckbergen, bin ich oft genug mit dem LKW unterwegs, das wollen wir nicht. Ich fahre jetzt an der Paschenburg vorbei. Ups, was ist das da? So, wenn man jetzt hier rechts den Hang runter guckt, ist die Ortschaft Schaumburg. Gleich kann man was sehen, noch nicht. Die ist direkt am Hang, die Ortschaft, ist eine kleine Ortschaft. Und direkt vor der Nase, da oben ist die, könnt ihr vielleicht schon sehen, weiß ich nicht, das unten ist jetzt im Moment, Augenblick nochmal langsamer. Da oben ist die Burg Schaumburg und unten hier direkt. Nein, 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 kann man fahren. Bitte. Das ist die Ortschaft Schaumburg. Direkt am Hang. Ja, jetzt möchte ich eine Straße durchfahren, die zwar nur für Anlieger erlaubt ist, aber na gut, ich habe ja auch mal ein Anliegen, ne? Und wenn ich nur da unten in die Ortschaft zum Briefkasten will, dann habe ich schon Anliegen. Schon darf ich fahren. Die Straße hat, glaube ich, 23% Steigung bzw. Gefälle, je nachdem. Für mich wäre es jetzt Gefälle. Da oben ist die Burg. Hier links kommt dann noch ein etwas vornehmeres Restaurant. So, hier ist die Straße. Ich will mal gucken. Anlieger frei.17%, das reicht schon. Und da oben waren es aber mehr. Oh, schicker VW, nicht zurecht gemacht. Ich denke, das sind mehr wie 17%. Hat denn keine Kraft mehr? Also hier möchte ich auch keinen Garten pflegen müssen. Aber das sieht ja klasse aus, da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Das sieht ja klasse aus. Irgendwann werden auch die Bäume mal runterkommen, glaube ich. Hier fällt schon ein Haus zusammen, schade. So, ich versuche mich jetzt gerade mal umzudrehen, dann kann man nochmal die Ortschaft zeigen. Vor mir liegt jetzt Deckbergen. Hinten am Horizont, das kann man auf der Kamera wahrscheinlich nicht sehen, ist Rinteln. Naja, hier kann man so jetzt auch nicht viel sehen. Also da oben komme ich jetzt gerade runter, kann man so nichts sehen. Talstraße. Bin ich sehr häufig mit dem LKW, speziell in dem Betonwerk. Links neben mir, in nicht weiter Entfernung, ist die Weser. Ah.
Salat. Das hier, diese scheiß Schikane hier mal. Oh, schicke Häuschen haben die hier. Ja, ich bin gestern Abend um 7:30 durch Ibbenbüren durchgefahren. Und die Dame, mit der ich heute verabredet bin, ja, das kam zu spontan. Hätte man auch gestern anhalten können und mal guten Tag sagen können, aber das ging alles zu spontan. Und gestern war auch das Wetter nicht so berauschend. Ich habe den ganzen Tag Sonnenschein gehabt. Aber von Ibbenbüren bis Lotte bei Osnabrück hat es ziemlich stark geregnet. Bin davon ausgegangen, dass ich die letzten 200 Kilometer dann durch triefenden Regen durch muss. Aber in Lotte hatte der Regen wieder aufgehört und bin dann bei trockenem Wetter nach Hause gekommen. Und als ich zu Hause war, war auch die Kleidung wieder alles komplett trocken. So, und dann hatte man gestern gesprochen, man könnte sich ja heute mal so treffen. Und da ich sowieso alleine bin und Langeweile habe, fahren wir jetzt nochmal nach Ibbenbüren. Ich fahre ja gerne am Moped. Also steht dem auch nichts im Wege. Wenn wir die Rindeln durchfahren, dann nach Porta Westafrika rüber und dann mal schauen. Ja, hier rechts geht es nach Borstel, das ist die Straße über den Pass, wie wir immer schön sagen als Lkw-Fahrer. Wir fahren da auch sehr häufig lang. Die Straße hat dann 14% Steigung und wenn wir da mit 40 Tonnen rauffahren, ja, da muss der Lkw dann doch schon ganz schön kämpfen. Ey, Mustang, schick, schick. Mustang, Mustang, Mustang. Oh, das sind ja mehrere. Alter Falter. Ui, 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 ui. Schicke Autos wollte ich auch mal haben, aber naja, so ein Mustang mit Anhängerkupplung und ein Holzanhänger hinter sieht dann auch nicht gerade sehr berauschend aus. Daher fahre ich seit einigen Jahren SUV. Und ich denke mal, das wird auch dabei bleiben. Also wer ein bisschen durch Kurven fahren will, dem der halb zu weit weg ist oder zu langweilig geworden ist, weil er da jedes Mal einen Nöss mit dem Motorrad, der kann ich das Weserbergland hier wärmstens empfehlen. Kalletal, Exertal, Hohental, Auetal. Herrlich zu fahren, keine großen Berge, auch wenn es im Namen drin steht, das ist ein Hügel bis 400 Meter hoch oder sowas, keine Ahnung, weiter schon 500 Meter. Speziell Exertal und Kallertal, da gibt es ganz schöne Gegenden, wo ich selber auch sehr gerne fahre. In Kickenbruch, das ist eine ganz kleine Ortschaft, ist das. Da ist ein Restaurant, in Anführungsstrichen, wo jetzt auch ein Motorradtreffen ist. Ich war eben auch am Überlegen, ob ich da eventuell durchfahre, aber das werde ich wohl weniger machen, weil ich da auch schon zu häufig gewesen bin. Ich fahre erstmal da lang, wo ich nicht so oft bin. Also ist wärmstens zu empfehlen. Hier kann man auch schöne Kurven räubern. Hier gibt es auch viele kleine Straßen, wo es richtig Spaß macht zu fahren. Oh, heute sind ja viele unterwegs. Die kommen genau daher, wo ich von rede, Weserbergland. Am Berg, kann man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen, ist übrigens ein Restaurant, wo ich auch gerne mal holen wollte, da kommt es auch nur zu Fuß hin.
Alleine habe ich keine Lust, vielleicht finde ich ja mal jemanden, der mir mitkommt. Muss das Auto denn oder das Fahrzeug unten in Rinteln parken oder am Stadtrand Rinteln parken und dann, ach hier links geht es übrigens rein zu den Beton- und Kieswerken, wo ich sehr oft bin. Ja, und dann kann man dort zu Fuß hochgehen, aber muss ich nicht unbedingt mit dem Motorrad machen in der Motorradkluft. 1,5 Kilometer Waldwege hochlaufen in Motorradkleidung, das ist nicht so mein Ding. Also müsste man da mal mit dem Auto hinfahren oder Kleidung zum Umziehen mitnehmen und sich am Motorrad umziehen. So, ich fahre jetzt durch Rütteln gleich durch. Dann geht es über Porta Westafrika, Bad Oeynhausen und dann ja nach Ibbenbüren. Wie ich dann von Bad Oeynhausen fahre, weiß ich noch nicht. Mein Navi habe ich noch aus. Ich kann über die A30 fahren, Osnabrück, Richtung Osnabrück. Ich kann aber auch genauso über die A2 fahren. Von da aus da im Büren rüber, das nimmt sich beides nichts, das ist Hose wie Jacke. Ich werde mal den Weg nehmen, wahrscheinlich, den ich nicht so oft fahre. Wahrscheinlich wird es parallel der A2 sein. Bielefeld-Herford ein bisschen gucken, keine Ahnung. Habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich will was sehen, ich will meinen Spaß haben in Anführungsstrichen und möchte den Tag bis 16 Uhr noch sinnvoll verbringen und dann ja vielleicht mit einem kleinen glücklichen Herzschlag ab 16 Uhr. Gucken, was da rauskommt. Ich wünsche euch aber was und dann ciao, bis zum nächsten Filmchen oder was auch immer.